Am helllichten Tag schießen Unbekannte in Niedersachsen vor einer Schule auf einen Fahrradfahrer. Der wird schwer verletzt. Ein Thema gleich hier bei Hallo Deutschland. Hallo Deutschland am Dienstag. Bei einem Wohnhausbrand im saarländischen Schwalbach-Elm ist die Feuerwehr sehr schnell vor Ort. Und trotzdem sind die Löscharbeiten sehr kompliziert. Erst nach einer halben Stunde können sie in die Wohnung gelangen, in der zwei Erwachsene und ein fünfjähriges Kind sind. Ja, die Oma und ihre Enkelin haben mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen. Vorerst sind sie bei Nachbarn untergekommen. Die Frühkonferenz ist heute Morgen bei uns in der Redaktion verschoben worden. Es waren nämlich einfach zu wenige Kollegen da. Schuld daran das Winterwetter. Ja, schnell das Auto von Schnee und Eis befreien. Schließlich ist es ja so kalt. Und dann dick eingemummelt hinters Steuer. Genau das sollten Sie nicht machen. Denn Winterkleidung hat hinterm Steuer streng genommen nichts zu suchen. Wir machen den Test. Fährt man ohne Schal, Mütze und dicke Jacke wirklich sicherer? Es hätte jeden treffen können, vor allem auch die Schüler der nahegelegenen Schule. Am helllichten Tag schießen Unbekannte im niedersächsischen Visselhövede auf einen Fahrradfahrer und der wird schwer verletzt. Direkt neben einem Kinderspielplatz findet eine Joggerin in einem Kölner Park die Leiche von Thomas K. Die Ermittler sind sich schnell sicher, der ehemalige Wachmann ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Monate später können die Ermittler den mutmaßlichen Täter verhaften. Und vor dem Landgericht in Köln hat jetzt der Prozess gegen Lukas M. begonnen. Die letzte Spur führt in den Hamburger Hafen. Dann scheint Timo Kraus spurlos verschwunden zu sein. Der Manager des Fußball-Bundesligisten HSV war auf einer Party an den Hamburger Landungsbrücken. Und danach wollte er eigentlich einfach nur nach Hause. Und Hinweise nimmt natürlich jede Polizeidienststelle entgegen. In der Bahn beim Schwarzfahren erwischt werden. Relativ normal. In einer mehr als merkwürdigen Situation ist ein Mann in Düsseldorf jetzt aber aufgeflogen. Und dabei hatte er sich doch extra noch eingeschlossen. Es sollte ein ganz normaler Winterspaziergang werden. Aber dann verschwindet Hans Lehmanns Hündin Kira. Er sucht, pfeift und ruft, aber sie bleibt verschwunden. Als er sie entdeckt und retten will, geraten beide in Lebensgefahr. Beim Thema Steueroasen, da habe ich direkt die Karibik vor Augen. Viel Sonne, die Cayman-Inseln, Panama, aber Ebersberg in Oberbayern, das kann eigentlich nicht sein, ist aber so. St. Hubertus II, so heißt die Adresse da, für alle Firmen mit einem klitzekleinen Hang zu Steuertricks. Und wir bleiben skurril. Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie kaufen ein Auto ohne Zündschlüssel, von dem Sie nicht mal wissen, ob es überhaupt fährt, für 5.000 Euro. Wer macht sowas? Sehr viele Menschen in Hamburg erst gerade wieder. Eine schicke Tasche aus alten Jacken der Müllabfuhr, ein paar Schmuckstücke aus einem Fahrradschlauch. Klingt merkwürdig, ist aber richtig schick. Upcycling heißt das Stichwort und dabei wird aus Müll wieder Nützliches. Das war's von uns für heute. Weiter geht's mit Leute heute und meiner Kollegin Karen Webb. Damit gute Unterhaltung und bis morgen um 17:10 Uhr. Tschüss.